Willkommen zurück zu Hausflipper. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier bei unserer eigenen Bude zugange. Dieses kleine Mini-Wohnzimmer. Ja gut, vielleicht stelle ich hier nur irgendwie eine Kleinigkeit drauf. Mal gucken. Küche an sich ist soweit auch fertig. Wir hatten ja gesagt, hier unten machen wir jetzt noch den Essbereich. Hier. Flur werden wir noch streichen und hier kommt halt das Badezimmer rein. Mehr werden wir hier unten aber auch nicht machen. Oben kommen die Zimmer rein. Dann gucken wir jetzt erstmal nach einem schönen, guten Esstisch. Möppe? Esszimmer? Tische. Mal sehen, irgendwas Schönes, was hier reinpasst, nicht diese alten Gammeltische? Ah, ja, schön ist eine Sache, ne? Marmortisch, na, ich weiß nicht, das passt ja nicht so ganz in der Bude. Ich meine, wir haben da ja so ein bisschen was aus Esstischen, aber schön... Schön ist hier wirklich... Gefällt der weiße, riesiger, heller Esstisch, mal gucken. Der gefällt mir auch ein Weiß, sehr gut. Gut, riesig ist der vielleicht nicht, aber er gefällt mir. Wie stellen wir den am besten hin? Ich will das nicht zugequetscht haben. Gucken. Ja, ein bisschen weiter. Hier kann er schon. Hier sollen ja die Stühle rum. So, oder mehr. Ein bisschen so. Ah, ich glaube, wir können den noch weiter ranstellen. Ja, ich will ja, dass man schließlich dann daher vorbeigehen kann. Aber es müssen halt auch noch die Stühle passen, ne? Ich glaube, dichter kann aber nicht dran. Hier den Stuhl, da den Stuhl, das kriegen wir schon hin. Ja, ja, ja. Das wird schon ein riesiger, heller Esstisch. Den hätten wir. Gucken wir erstmal nach den Stühlen. Stühle. Heller Stuhl Jello, der würde sehr gut dazu passen, ehrlich gesagt. Aber gucken wir erstmal weiter. Der war ja oben, falls wir ihn wieder suchen müssen. Ja, heller Stuhl mit Armlehnen, nee. Heller Stuhl Remaris. Ne, da gefällt mir da oben schon besser. Stühle gibt's ja wirklich viele. Aber nicht viele schöne. Der gefällt mir allerdings auch. Heller Stuhl Loelo. Na, gut, ja. Stuhl Ingolf. Gut, Stuhl Ingolf sieht sehr unbequem aus. Ja, wir nehmen den da oben. Wen nehmen den da oben? Der gefällt mir nicht ganz gut. Hier, den guten Jello. Den machen wir aber auch in Weiß, damit es schön zum Tisch passt. So, einmal hier. Bisschen Abstand, genau. So, ein bisschen hin. Zack. Den hier einmal hin. So, ein bisschen gleich, wenn es geht. Ein bisschen die Etikette warm. So, hier auch. Hm. Ah, stehen vielleicht ein bisschen zu dicht zusammen. Wenn wir gleich mal gucken. Es wird gerade Nacht, ne? Man merkt, dass es hier geschwind dunkel wird. So, so kommt man aber noch vorbei. Ohne Probleme. Jo. Ja, die stehen ein bisschen dicht zusammen. Warte mal, der muss ein bisschen darüber. So ein bisschen nach da. Zack. Der steht eigentlich gut so. Hier muss noch ein bisschen. Der muss ein bisschen hier rüber. Dem passt das aber. Ungefähr so. Den Tisch decken wir noch ein bisschen Obstschale und so rauf. Und den ist das auch erstmal. Hier kommt natürlich noch ein bisschen Deko hin, ein bisschen Bild. Hier werde ich wahrscheinlich ein kleines Eckregal oder so reinstellen. Mal gucken. Wir werden uns aber erstmal jetzt um die Lampe kümmern. Weil das wird mir hier zu dunkel. So, zurück. Zurück. Nochmal zurück. Lichter. So, ich will hier auf jeden Fall eine Deckenlampe haben. Und ich denke mal, wir werden hier auch ein Kronleuchter hinbauen. Ist eine etwas luxuriöse Bude, aber einen schönen Kronleuchter. Keinen hässlichen. Kronleuchter Lucerna, der hätte was. Den hatten wir schon so oft, auch wenn der gut aussieht. Kronleuchter Nevea. Na komm, machen wir Gesichtscreme-Kronleuchter ran. Ist zwar nur ein sehr kleiner, aber... Ich meine, wir haben da ja eh nicht Licht. Warum nicht? Dann können wir den hier, aber auch, habe ich den hier vergessen. Hier soll ja auch ein Kronleuchter hin, so ist es nicht. Ja, dann haben wir hier einen. Obwohl mit der, ehrlich gesagt, was, das machen wir so. Wir hängen hier einen hin. Hier hängen wir zwei hin. So, einen hier. Und den hängen wir jetzt einfach ein Stück rüber. So. Ja, so passt das hier schnell. Haben wir hier einen Lichtschalter? Nee, ne? Den da, ne? Ja.
Ja gut, man könnte den Tisch jetzt noch ein bisschen darstellen, aber das geht schon so. Der ist denn auch mit an. Hier ist ja auch noch ein Lichtschalter. Tut jetzt noch ein bisschen leer. Ich denke mal, ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, ich werde den Flur zwar komplett in diesem Boden lassen, dass es aussieht, als wenn es zusammengehört, aber aus einer Art Läufer hinlegen oder so. Dann müssen wir mal gucken. Das kriegen wir schon hin. Die Wände sind mir auf jeden Fall noch zu kahl. Viel zu kahl. Es soll zwar alles ein bisschen moderner, ein bisschen luxuriöser aussehen, aber auch nicht zu voll geklatscht. Schauen wir mal gucken. Hier mal raus hier. Da raus. So, Möbel. Das Zimmer finden wir wahrscheinlich. Nee, keine Regale. Gehen wir mal auf Wohnzimmer. Da. Regale. So, ich will mal ein Regal zum Hinstellen haben. Nicht sowas, das hatten wir schon zu oft. Nehmen wir mal das da, aber ein bisschen heller, wenn es geht. Genau. Passt das hier? Müsste eigentlich, ne? Ja. Ganz in die Ecke, wenn es geht. Zack. Und noch ein zweites daneben. Oh, das freut die. Das freut die Leute. Das freut die Leute. So, und hier nehmen wir dann so ein Bild. Da stellen wir noch ein paar Bücher so rein. Und hier in die Ecke muss definitiv auch noch was. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir einmal kurz nach Büchern. Buch. Was sind alles nur einzelne Bücher, ne? Ich wollte Bücher stapel. Bücher? Bücherregale? Okay, ich wollte einzelne Bücher. Hier. Und die haben wir ja in verschiedenen, ne? Das sind, glaube ich, verschiedene Größen. So, wurde mal einmal hier oben drin. Mit Deko-mäßig ein bisschen nach was aussehen. So, und dann stellen wir die gleich nochmal hier hin. Wir bauen hier verschiedene rein. So, dann nehmen wir die guten nochmal. Die stellen wir dann einmal hier hin. Und da. Es sollen aber auch noch andere Bücher rein. So ist es nicht. So, den natürlich haben wir die gute Buchreihe noch. Auch wenn die sehr klein ist, obwohl die passen gar nicht. Okay. Die Buchreihe hat sich schon mal erledigt. Passen die denn? Auch nicht, ne? Nein. Aber wir haben hier die Bücher ja noch. Klassisches Bücherset. Das ist sehr klein. Gibt's das? Wie sieht das denn größer aus? Mal kurz gucken. Passt das so? Ja. Ist einfach nur dafür da, damit es ein bisschen gefüllt aussieht hier. So, was machen wir woanders? Da nehmen wir den braunes Bücherset. Aber auch in groß, genau. Zumindest einmal für hier. Zack. Und wir haben ja noch das Bücherset da. Wir sind hier auch nicht, ne? Doch. Satz verschiedene Bücher. Wurde mal. Beep. Aber die gibt es nicht größer, ne? Einmal so rum, bitte. Einmal ein bisschen. Das muss ja nicht ganz drin stehen. Das ist ja nur Deko. Zack. So, und daneben nochmal. Sehr schön. Genau. Da kommt dann noch ein Bild dran. Pflanzen müssen ja auf jeden Fall auch noch in die Bude. Auf jeden Fall. Das darf nicht fehlen. Ziemlich dunkel, die Kronleuchter, ne? Gucken wir erstmal nach Bild. So viel Zeug muss sein. Lichtermöppel, Dekorationen, Gemälde. Da nehmen wir jetzt richtige Bilder. Was könnte passen zu einem Esszimmer? Auf jeden Fall was mit Essen, aber Essen passt auch, finde ich, mal so ein bisschen in die Küche, ne? Fotopfannkuchen, okay. Magische Sterne, Fotokätzchen. Foto, das finde ich eigentlich schick. Die Frage ist nur, wie groß ist das? Große M ist schon sehr groß, okay. Würde hier aber passen. Ja. Das passt. Und hier hätte ich gern Pflänzchen in der Ecke. Ja, ganz ehrlich. Aber die Pflanze will ich nicht so auf den Boden stellen. Ich hätte sie gerne irgendwo draufstehen. Mal gucken. Möbel. Ich guck noch einmal Wohnzimmer. Haben wir da irgendwie Regale, Sessel, Sofas, Tische? Couchtisch, das sind alles Couchtische, ne?
Ich glaube, ich gucke da eher, ich suche eher so eine Art kleine Kommode. Ich gucke da mal eher bei Schlafzimmer. Nachttische könnte man auch fündig werden. Sowas an der Art, was ich glaube, der ist zu klein, ne? Oder? Mal gucken. Obwohl. Ich weiß, ist normalerweise ein Nachttisch, aber darauf soll ja, das soll einfach nur als Pflanzenständer dienen. So, den noch einmal Dekorationen. Pflanzen. Dankeschön. Groß, aber nicht hängend. Aber groß ist ja immer so eine Sache hier im Spiel. Guck mal, so eine Glorusia. Das ist nur der Topf, ne? Ew. Gut, den können wir ein bisschen im Stil, genau. Und der Rahmen, den machen wir so ein bisschen weiß, damit es ein bisschen auffällt. Ach, heilige, okay. Die ist größer als gedacht. Die ist wirklich größer als gedacht. Grünlinie, das sind alle so groß, ne? Diese Neon-Dinger mag ich nicht. Die sind irgendwie, ich weiß nicht, die sind so bäh. Orchidees, ja, Flügelblumen, das haben wir ja alle schon stehen. Gummibaum. Wir gucken mal bei kleinen Pflanzen. Weshalb wäre das? Rosenstrauß. Ja, guck mal. Der ist mal wieder zu klein. Das muss doch was Vernünftiges gehen, was ein bisschen höher geht, Mensch. Weihnachtsstand, du hast zwar von der Größe her, aber wir haben keinen Weihnachten, Mensch. Wie groß ist denn die? Nur mal zum Testen. Ist auch so lütt. Kliwi? Ah, die ist ein bisschen größer. So, aber ist die Ecke hier immer noch so leer, ne? Ich meine, wir könnt hier, haben wir eigentlich noch nirgendwo in keinem Haus, glaube ich, eingebaut. In keinem bis jetzt. Mal einen Heizkörper ranbauen, ne? Will man das? Eigentlich schon. Sieht das gut aus? Nein. Wie gesagt, das soll ein bisschen schlichter aussehen. Nicht zu voll, aber auch nicht zu leer. Weißt du was? Wir machen es einfach mal. Ausnahmsweise. Man soll ja auch nicht frieren beim Essen, ne? So, warte mal. Dann machen wir mal hier hin. Anschlüsse, Heizung. Aber wenn schon eine vernünftige Heizung. Installationen. Badewannenabflusssystem. Vertikales Heizungssanitärsystem. Das ist es, ne? Oder? Bin mir da jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Nee, das ist es definitiv nicht. So, Urinalleitungssystem nicht im Esszimmer. Klimaanlage, Tischinstallation, Badewanne, Toilette, Waschmaschine, Spüle, Handtuchheizkörper, normaler Heizkörper. Genau. Und dann könnte man hier doch eigentlich so perfekt, auch wenn es nicht schön ist, vorhängen. Können wir nämlich auch eine schöne, gute, alte Heizung reinhängen. Nee, ganz normale, so eine. Nee, die old Standardheizung. Einmal montieren und dann kloppt hat. Sehr schön. So. Freut keinen Menschen. Ehrlich gesagt, gefällt mir die Ecke da so nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, aber das machen wir anders. Pflanze weg, das weg. Wir stellen einfach schlicht und einfach wieder eine große Bodenpflanze. So, Dekoration, Pflanzen, groß. Sieht einfach immer noch am besten aus. Guck mal, dann nehmen wir die schöne, gute Gloriosa. Gut, die ist mich schon groß. Wenn wir die so in die Ecke stellen, reicht das doch. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Auf jeden Fall besser. Jo. Gut, Tisch wird natürlich noch ein bisschen gedeckt. Hier soll der Läufer hin und den Flur müssen wir auf jeden Fall ausstreichen. Hier, denke ich mal, werde ich auch noch eine kleine Lampe hinhängen. Frage ist noch, welcher Farbe streichen wir den Flur? Und hier, gut, wir haben hier nicht viel Platz. Hier will ich noch irgendwas zum Jacken aufhängen und so. Hier soll gar nicht allzu viel rein, aber... Gucken wir erste Mal nach einem Läufer. Upsala. Dekoration war schon richtig. Bau denn... So, die waren, glaube ich, weiter unten, ne? Jo, hier sind sie doch. Trittteppich mit Linien. Trittteppich mit Tricksen.
Aber der mit Linien ist eigentlich ganz hübsch, aber vielleicht nicht unbedingt in der Farbe. Und wir brauchen ein bisschen größer. Mal gucken. Wir brauchen hier jetzt auch nicht. Nee, auf jeden Fall nicht im Pufflila. Das passt. Der ist aber groß. Passt der denn? Nee. Nee, der ist zu groß. Hier, aber ich hatte auch eher so gesagt, hier so vor die Tür. Hier passt der nämlich. Und hier quasi hier so rauskommt. Ja. Hier passt der auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, weil ich es eben gerade gesehen habe, ist eine Fußmatte. Die war hier aber auch irgendwo. Die Fußmatte, die vergessen wir auch jedes Mal. Hier sind sie doch. Willkommen. Ja, da steht hier überall mal Willkommen drauf. Die finde ich hübsch. Ein bisschen heller. Ja. Die drehen wir natürlich so rum, damit die Leute, die reinkommen, das auch gleich sehen. Zack. Das ist sehr schön. Gut. So weit, so gut. Sieht alles ein bisschen kahl aus. Ist aber eigentlich absichtlich. Es soll halt nicht so vollgestopft sein. So, wir werden auf jeden Fall noch den Tisch decken. Mit ein Biesli. Warte mal. Ich muss noch einmal kurz hier auf... Zubehör. Küchen, Kosmetik, Hobby, Behälter, Badezimmer, Büro, Kinder, Kosmetik, Sauna. Okay, dann müssen wir wohl auf Küche gehen. Ich habe gehofft, dass es für Esszimmer auch Zubehör gibt. Ich werde eigentlich nur ein paar Teller und Sustain haben. Das kriegen wir schon hin, damit es ein bisschen bedeckt aussieht. Glas Lebenstropfen. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Kann sein, dass wir die nochmal umstellen müssen. Weil die Teller ja noch nicht stehen, aber ich will auf jeden Fall für jeden Stuhl ein Glas. Zack. So, gucken wir aber erstmal weiter nach Tellern. So ein schöner Teller, aber auch keine zu abstrakten Teller. Essteller Dinere, guck mal, der passt doch. Farblich vielleicht ein bisschen, der ist mir zu gräulich. Und das wäre mal was anderes, ne? Passt auch so ein bisschen hier in die Wohngegend. So, na, häng doch nicht am Stuhl fest, mein Freund. Sehr schön. Zack, und hier nochmal. So, warte mal, jetzt machen wir einmal kurz. Der hier steht übrigens nicht richtig. Der müsste ein bisschen hier hin, so. Das Glas müsste ja dann so hier dahin, hier genauso. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin, steht laut Etikette das Glas immer rechts vom Teller, ne? Finde ich zwar ziemlich linkshändlerfeindlich, aber gut, so ist das immer, ne? Da steht's richtig. So, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Mesa Gorbel Löffel. Finden wir schon. Etwas hochwertigeres Besteck. Ja, gibt's das nicht? Anscheinend nicht. Dann nehmen wir das. Zack. Na, so. Hier nochmal. So, und hier nochmal. Sehr schön. Denn natürlich nochmal Gabel und Löffel. Gabel haben wir hier. Da muss ich gleich mal gucken, das Messer liegt mir echt zu weit an der Tischkante. Muss ganz ehrlich sagen. Das sieht nicht aus. So. Und hier natürlich auch nochmal. So, warte mal. Das Gläschen schon ein bisschen nach da. Muss nur ein bisschen höher. So. Hier genau das gleiche. Das sieht doch so echt nicht aus. Wunderbar. Und da. Hier liegt gut, da liegt auch gut. Sehr schön, sehr schön. So, Löffel noch hin. Einfach nur der Etikette halber. Tischlöffel Arti.
Wo leg ich mal den Löffel hin? Neben die Gabel, ne? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, aber ich glaube ja. Ich bin doch kein Experte, Mensch. Ich bin da nicht so förmlich. Aber wir wollen es ja ordentlich machen. So. Sehr schön. Das wäre es im Großen und Ganzen auch schon. Das soll ja nur so ein bisschen dekomäßig. Das Einzige, was ich jetzt wirklich noch haben möchte, ist ein bisschen Essen auf dem Tisch, damit es ein bisschen danach aussieht. Wie zum Beispiel eine schöne Obstschale. Können wir hier so hinstellen. Zack. Das soll ja auch jetzt nicht zu viel werden. Na, Milch kann er jetzt eher weniger. Zweite Obstschale brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Mal gut gehen. Gut, oben hatten wir noch Essenssachen, wegen den Weihnachtssachen, ja. Ich weiß nicht, ob die Weihnachtssachen hier so pralle kommen. Glasierter Brownie. Tellerstück mit Käsekuchen, okay. Wir stellen einfach noch einen Käsekuchen hier so mit hin. Zack. Damit es ein bisschen belebter aussieht. Das wies denn jetzt hier auch. Jo. Hier soll es ein bisschen dunkler sein. Das soll als Durchgang fungieren. Küche hat ja Licht, ne? Ja. Hier muss halt definitiv noch eine kleine Lampe hin. Wo ich jetzt aber erstmal gerne nachgucken möchte. Ist so ein bisschen wie Kleiderständer. Eine Garderobe oder... Ah, da haben wir wieder das Problem. Zeigt, glaube ich, wieder nicht alles an. Ne? Die Dinger meine ich nicht. Nur wirklich was zum Jacken aufhängen. Tja, gab's nicht so eine schöne Garderobe mit Spiegel? Oh, mal gucken, ne? Ich meine nämlich ja. Die. Die habe ich gesucht. Sehr schön. Die wird doch perfekt hier hinpassen. Jo. Auf jeden Fall. Dann haben wir ein schönes Esszimmer mit ein bisschen. Kann man hier ja lesen und so ein Kram. Ja. Das passt schon. Da haben wir unsere Pflanze. Wie gesagt, das soll gar nicht zu viel werden. Das muss natürlich noch gestrichen werden. Ansonsten ist es aber auch gut. Vielleicht stelle ich hier noch eine kleine Pflanze in die Ecke. Das würde gehen. Ich bin nur überlegen, wie ich das hier streiche. Das ist ja nicht nur das Stück hier. Könnte man natürlich weiß streichen, aber ich möchte, dass es ein bisschen von der Küche absetzt. Was natürlich gut aussehen könnte, ob es das wirklich so ist, ist eine andere Frage. Wenn die, und zwar so eine Art grauer Farbton. Graustufen? Silbereis zum Beispiel. Müsste man sich mal angucken. Das kann ich jetzt mich noch gar nicht so genau sagen, ob das überhaupt gut aussieht. Nein, du mag doch nicht die Rolle weg, Mensch. Sicher bin ich mir da noch nicht so ganz. Hier fehlt auf jeden Fall noch Licht. So, die Türleibung muss auf jeden Fall. Obwohl, die Tür müssen wir eh noch austauschen. Egal jetzt. Obwohl die ja eigentlich in Ordnung ist, ne? Aber doch, das Grau sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das ist ja kein zu dunkles Grau. Passt auch gut zu dem. Ich glaube, das geht. Da? Geht, ne? So haben wir ein bisschen abgesetzt von hier. Ja. So, und ich glaube, hier werde ich hier unten streichen, aber nur unten. Ne? Nur unten. Weil dann nicht. Kommen wir dahinter. Oben machen wir dann eine andere Farbe mit. So. Jo, ich glaube, das... Ja, das wird eigentlich ganz hübsch. Hm.
So. Ja, nur unten? Das geht doch, ne? Da hat man hier wirklich, das passt hier gerade, weil hier die schöne Kante zwischen ist. Dann kann man oben mich der Flurfarbe mitstreichen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Was bloß halt noch ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Licht im Flur, ne? Und hier könnte man auch noch so ein Werbeslogan, also so einen Spruch oder so ranmachen. Mal gucken. Aber gucken wir erstmal nach Licht. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich eine Lampe ranmache. Würde hier aber passen, ehrlich gesagt. Also es ist eine Deckenlampe. Wandlampen ist hier so ein bisschen doof. Ehrlich gesagt. Lichter. Ich glaube, ich mache eine Deckenlampe. Deckenlampe. Hier muss jetzt nicht um den Kronleuchter hin, ehrlich gesagt. Hier reicht fast Kleines. Lofthaus hier jetzt auch nicht wirklich. Wie wird denn der aussehen? Der ist nicht so groß. Naja, der würde hier gut zu passen. Ja. Dann ist nämlich der Flur nicht so dunkel. Jo, das geht, das geht. So sieht es ein bisschen schlichter aus, aber trotzdem nicht kahl und leer. Und hier machen wir so einen Spruch rein. Willkommen oder irgendwie sowas. Wo haben wir den Kram überhaupt? Ich glaube, Dekoration, ne? Und den Hängedeko, ne? Ja, diese Fischerdeko und so finde ich nicht hübsch, ehrlich gesagt. Hut und so, ne? Ja gut, man könnte natürlich auch Hundekram hinhängen oder so. Ah, nicht hier. Vielleicht in anderen Räumen. Genau die solche Sprüche hier, meinte ich. Wie groß ist der? Oh, der reicht hier schon. Der reicht doch mal. Einfach nur, damit die Wand nicht so leer aussieht. Passt aber ganz gut, finde ich. Die Türen, finde ich, sind auch in Ordnung, ehrlich gesagt. Ja. Dann haben wir zumindest den Esszimmerbereich, die kleine Wohnzimmerecke, Flur und Küche fertig. Das ist doch schon mal was. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Es sollte diesmal ein bisschen schlechter werden. Ein bisschen für Leute mit Geld, die Bude, ne? Aber auf jeden Fall, wir haben ja eh umgebaut. Hier waren ja mal zwei Zimmer. Soll hier das Bad rein. Das heißt, wir können den hier sowieso schon mal verkaufen. Machen wir zu hier. Allgemein nehme ich hier erstmal sämtliche Steckdosen alles raus. Ne, das Fenster nicht. Ah gut, Lichtschalter lassen wir jetzt mal hängen. Ist das sauber? Nein. Fenster möchte ich schon gerne drinnen lassen. Sehr schön. Die Wände selber sind, glaube ich, sauber. Das ist draußen, ne? Oder? Bin mir da jetzt nicht so sicher, aber... Ich glaube, das ist draußen. Ja, irgendwie wische ich draußen gerade ein bisschen mit weg. Okay. Passt schon, passt schon. Jo, hier machen wir das Bad. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Die Lampe kommt auf Weg. Auf jeden Fall möchte ich hier gerne eine Badewanne haben. Am besten eine schöne Eckbadewanne. Zusätzlich aber auch eine Dusche und Waschbecken. Die Waschbecken werden wir wahrscheinlich hier machen. Und mal googeln, hier neben die Toilette oder so. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das werden wir sehen. Aber vor heute sind wir erstmal am Ende. Morgen machen wir denn das Bad. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.